knapp 25.000 Seemeilen im Kielwasser. Und jetzt nur noch 160 von unserer Final Destination entfernt. Nach dem Verkauf leinen los zum letzten Teilstück unserer achtjährigen Segel-Odyssee. Ein kurzer Rückblick. Die ersten 3 Jahre im Mittelmeer. Dann über den Atlantik in die Karibik und bis Mexiko. Später zurück über die Azoren und Kanaren bis nach Portugal. Insgesamt eine enorme Erlebnisdichte. Acht Jahre und weit über 2000 Nächte an Bord. Doch alles hat mal ein Ende. Auf zur letzten Fahrt, und zwar von Cascais nach Porto. Dicht unter Land und vorbei am westlichsten Punkt Festland Europas. Alles schön. Wolkenloser Himmel, aber kein Lüftchen. Um 15 Uhr dann, ganz unspektakulär, unser persönlicher Meilenstein mit Anna Mera. Das Meilenäquivalent für die klassische Weltumsegelung. Noch 110 Seemeilen und etwas Segelunterstützung kann nicht schaden. Unter Autopilot zieht Anna Mera unbeirrt ihre Bahn. Die letzte warme Mahlzeit an Bord. Lecker! Die Seemeilen schmelzen dahin und Rasmus ist sichtlich bemüht, uns bei Laune zu halten. Seemeilen im Kielwasser. Und jetzt auf einmal nur noch 100 voraus. Die Endgültigkeit unserer Verkaufsentscheidung wird uns jetzt richtig bewusst. Bei Sonnenaufgang sogar kaum noch 40. Das Frühstück heute mit Aussicht. Und das Wetter passend zur Abschiedsstimmung. Während Annette Wache schiebt, kann der Käpt'n eine Mütze Schlaf nachholen. Leider nur ein kurzes Vergnügen. Noch 4 Meilen. Und jetzt kommt die Küste endlich in Sicht. Jetzt nur noch eine.
Primavera, Primavera. Und dann spült uns auch schon die Strömung in den Douro. Vorbei an dem imposanten Mündungsbollwerk. Huch, wo kommt die denn her? Hello, this is Anamera. We are approaching the marina. Wir legen rückwärts an. Die unweigerlich letzte Aktion. Uff, geschafft. Ende gut, alles gut. ...25.129 Seemeilen ohne Havarie, gesund überstanden. Jetzt keine kostspieligen Anschaffungen mehr und eine künftige monatliche Einsparung von 1250 Euro, alleine für die reinen Betriebskosten. Die Formalitäten sind schnell erledigt. Und dann nichts wie hin, ins neue Trendziel Porto. Ganz einfach, von Afurada über die Uferpromenade immer am Douro entlang. Durch Villa Nova da Gaia, Sitz der berühmten Portwein-Bodegas. Bis zur Brücke Dom Luis Primero. Das historische Verbindungsglied zwischen den Zwillingsstädten. Zum Tagesausklang die Rockparty im Jardin de Moro. Großartiges Porto, mit dem Charme alter Zeiten. Aber jetzt rocken wir mal die Countryside. Eine Rundreise gespickt mit Superlativen. Verdichtet wie durchs Kaleidoskop. Spektakulär die längste Fußgängerhängebrücke der Welt. Lieblich das Douro-Tal mit dem ältesten zertifizierten Weinanbaugebiet. Das mittelalterliche Coimbra mit einer der ältesten Universitäten Europas. Und Obidos, eine ganze Stadt als Hochzeitsgeschenk für mehrere Königinnen. Lagunen wie in Venedig und schneeweiße Strände vor den Toren Portos. Und last but not least, Nazaré. Der beste Platz für Monsterwellen weltweit. Aber nur im Winter. Im Forte mit dem alten Leuchtturm sind die Surf-Legenden verewigt. Unsere Zeit läuft ab. Denn morgen ist unser Abreisetag.
Der vom neuen Eigner Adam groß angelegte Refit hat bereits begonnen und geht am nächsten Morgen gleich weiter. Spätestens jetzt ist Anamera Geschichte. Doch lang lebe Valkyria, die in ihrem dritten Leben nun ein ruhigeres Fahrwasser ansteuert. Ja, und wie geht es mit uns weiter? Als frisch gebackene Landratten kehren wir nach Berlin zurück und stürzen uns auf die Aufarbeitung unserer langen Abwesenheit. Die wird uns erstmal eine Weile auf Trab halten. Bis es nochmal heißt, auf zu neuen Ufern.